Hallo? Oma, bist du das? Ja. Hier ist Sebastian. Ach, Sebastian, schön, dass du mal anrufst. Oh, ich habe ein Problem am Laufen. Ich check die Pipe nicht mehr, du. Ja, warum das denn nicht? Ich kann mein Tritt nicht mehr einfallen, der kommt nicht mehr durch. Ja, Mann, da musst du mal richtig sauber machen. Da musst du mal richtig durchpusten, das Ding, Sebastian. Ja, ja. Bleib mir eben dran, ich versuch das mal eben. Ja. Oh, puste. Ich so sauer mache. Ja, nu. Anstrengend, ey. Wer ist denn da dran? Das ist Sebastian. Sag mal, wie geht's ihm denn? Ja, nicht so gut. Er checkt die Pipe nicht. Ja, den muss er doch mal richtig sauer machen. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Aber ich probiere es mal. Ja, dann zieh doch mal mit aller Kraft. Ja, und? Da hast du wohl mal wieder recht gehabt. Ja, siehst du. Mann, du bist echt die derbste Frau, die ich kenne. Siehst du, und du bist die derbste Sau, die ich kenne, Sebastian. Ich danke nochmal. Ja, dafür nicht, mein Lieber. Sag mal, und was macht die Kunst? Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Wie viele Leute rauchen, was glaubst du? Sag nicht nur ein paar, denn du zählst selbst schon dazu. Bloß mir und Karl Moik macht das schon ein Trio. Die Menschen rauchen schon seit lange vor König Salomo. Egal ob Jugendlicher, Skater oder S-Klasse-Cruiser. Ob Pokalgewinner oder hoffnungsloser Loser. Die Menschheit raucht Gras quer durch die Bank. Wir sind nicht alle kriminell und schon gar nicht alle krank. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Oh, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Gib mal Tabak und nochmal ein Blättchen. Ja, genau an diesem lauschigen Plätzchen. Ja, da rauchen wir es erstmal ein Tütchen. Ich hab auch noch ein paar gute Blütchen. Wieso lässt man uns nicht einfach in Ruhe? Mit Rauchern hat man doch nie Ärger. Wir chillen und trippen nie auf Pillen. No, no, sind Denker und keine Berserker. Wieso gibt's Alkohol im Supermarkt? Und Ganja nur illegal beim Dealer. So passiert, so definiert, boy, ist doch Quark. Gib mir das Weed und behalt dein Tequila. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Ein kurzer, verachtender, verständnisloser Blick. Du denkst, ich bin ein Junkie und ich geb mir grad nen Kick. Doch wenn ich mein ins Bliff zieh, bin ich ich und bleib fit. Komm, wir tanzen um die Wette und wenn du kannst, kommst du mit. Deutsche Bauern rauchen schon vor hunderten von Jahren. Pflanzen in Knaster hätterweise auf ihrer Farm. Und heute schlägt man mir wegen einem Tütchen Alarm. Mann, ich bin nicht kriminell, schlage keinen Winzer. Ich hab schon Leute rauchen sehen, wo ich selbst kaum glauben konnte. Staatsanwälte, Polizisten, Sportler und Doktor. Man kann durch alle Altersklassen gehen und durch alle Orte in die City oder Uni oder die Heime von Senioren. Ganja ist nicht gefährlich und tut niemandem weh. Es macht dich auch nicht herrlich wie des Teufels weißer Schnee. Schade keiner Seele und der Bett schon gar nicht okay. Mit Ganja wird man höchstens herrlich und so ruhig wie die See. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Oh, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Im Auftrag des anderen Sebastian-Instituts für Soziologie und Musikwissenschaften wurden wir auf die Straßen entsandt, um die Meinungen Normalsterblicher in Bezug auf Hip-Hop und Rapmusik zu erkunden. Im Folgenden die Reaktionen eines geistig stark retardierten Individuums.